Ach ja, wir haben endlich wieder Strom. Das heißt, es kann weitergehen. Also ab geht's, keine Zeit verschwenden. Los! Und damit herzlich willkommen und moin moin zu der aktuellen Folge von Satisfactory. Und ich habe das Gefühl, es geht endlich mal voran. Ist das nicht schön? Scheiße, das tut weh. Ah, das war dumm. Aber ganz egal. Wir fangen jetzt an, unsere coole Fabrik hier an Mann zu bringen. Erstmal irgendwo ein Stück Kaffee, bevor hier die harte Arbeit anfängt. Und dann werden wir mal schauen. So, hier wollte ich ja. Ich wollte, glaube ich, überall Glas haben, ne? Das werden wir auch brav umsetzen. Wende. Und dann will ich. Was will ich denn da für Wände haben? Will ich sowas? Will ich sowas? Ich weiß es nicht. Ich glaube, hier drin nehme ich sowas. Wohl. Nee. Nee, das sieht nicht aus. Nehme ich sowas? Nee, das sieht auch nicht aus. Die ist, glaube ich, ganz cool. Mal gucken, kann ich da halbwegs reinschauen? Sind die auf einer guten Höhe? Ja, die sind auf einer super Höhe. Aber da will ich sie noch nicht hinhaben. Zack. Ich will sie ab. Hier. Yeah. Ne, dass man nur die Fabrikteile sieht. Und ungefähr weiß, was abgeht. Und hier will ich schon wieder alles dicht haben. Zack. Und zack. Und zack. Und dann machen wir wieder Glas ran. Eigentlich ist doch. Ich probiere das mal aus. Ich habe ja in der letzten Folge von euch einen Tipp bekommen, dass man angeblich, wenn man auf irgendwas guckt, mit mittlerer Maustaste das kopieren kann. Aber das klappt tatsächlich nicht. Das ist schade. Muss ich das doch weiter so hin so machen? So, aber wir können hier jetzt fleißig munter den ganzen Scheiß zumachen. Da kommt wieder eine Wand hin. Ich überlege tatsächlich, ob ich da Dings drin brauche. Türen, aber eigentlich nicht. So. Dann haben wir das soweit. Dann gucken wir einmal hier wegen der Breite. Das Ding ist ja auch schon soweit fertig. Na komm. Also mal geht rechte Maustaste mal nicht. Ist auch geil. So. Sind die alle gleich rum? Die sind alle gleich rum. Alles mit dem Blau gefällt mir ja gar nicht, ne? So, warum brauche ich aber hier vorne so viel Platz, frage ich mich gerade. Eigentlich ganz schöner Blödsinn. Ich könnte stattdessen einfach quasi einen breiteren Gang machen. Spricht eigentlich überhaupt nichts gegen, aber machen wir auch. So, und hier können wir auch schön überall reingucken. Machen wir bis hier. Und dann machen wir tatsächlich hier aber mal eine Tür rein. Tür links. Zack. Da werden wir wahrscheinlich nochmal irgendwie optimieren müssen, so wie ich mich kenne. Ach komm. Warum wird denn nicht rechte Maustaste? Das nervt. So, da gehen wir bis hier. Ach, das habe ich nur, wenn ich gebaut habe, schon was gebaut habe. Dann komme ich da mit Rechtsklick rein. Aber gut. Dann ist das eben so. Und hier machen wir zu. Was hier dann irgendwann hinkommt, sei mal dahingestellt. Wir machen erstmal Platzhalterwände. Zack, zack, zack. Und ja. Dann haben wir da schon mal einiges. Hier kommen auch Wände lang. Hier können wir da eine Tür hinbauen. Richtig rum wäre gut. Das passt überhaupt nicht, würde ich sagen. Und so nervt mich das aber. Wie machen wir das? Geht das so?
ätzend ist das denn? Das ist ja richtig ätzend. Naja, dann müssen wir es halt mit einem großen Tor machen. Ach, Mensch. Immer diese Kleinigkeiten, die mich dann stören, ne? So. Und dann machen wir nämlich einfach so ein großes Tor rein und dann passt das auch. So, und hier vorne möchte ich ja eigentlich Glasfassade haben, ne? Was nehmen wir da für eine? Ich nehme die gedrittelte hier. Zack, zack, zack. Ich kann hier auch einmal komplett drüber gehen von mir aus. Außer da, da kommt dann die hier. Zack. So. Und hier hinten bauen wir natürlich auch weiter Wand. Wie das denn da oben anstellen, weiß ich tatsächlich noch nicht. So, und hier... Ich glaube, ich mache hier hinten mal eine Tür rein. Einfach nur der Vollständigkeit halber. Damit, wenn irgendwas ist... Ich meine, ich muss hier gleich eh nochmal rein, um den ganzen Scheiß zu verkabeln. Dann kann ich das auch gleich machen. So, und dann will ich hier eigentlich nicht so einen riesen hohen Gang haben. Und glaube, ich werde hier gleich so nochmal drauf gehen, auch wenn ich damit ein bisschen Platz verschwende. Oha. Was soll das tun, wenn das hier so nah dran ist? So. Ist mir das hoch genug oder ist mir das zu eng? Ein bisschen klaustrophobisch, ne? Aber ich glaube, von der Sache her finde ich es cool. Sieht aus wie gewollt tatsächlich. Und schon fehlt der Beton. So schnell kann es gehen. Aber wofür gibt's Treppen? Wir haben ja zum Glück gleich alles da. Man könnte eigentlich mal überlegen, ob ich die hier mal zwischenzeitlich... Ich meine, wie viel produzierst du pro Minute? 45. Hm. Jagen wir davon mal ein bisschen was in Schredder? Ich meine, hier ist so viel. Ich weiß, wie ich das mache. Wir machen... Nicht genug Freiraum. Kann ich da nicht rangehen? Ich sage jetzt nicht, dass es ein reiner... Och, das ist ja ätzend. Das ist ja ätzend. So wäre echt cool, ne? Das wird wohl nicht gehen. Okay, dann mal auf einer Seite immer nur Zugang. Das ist ja schade, würde ich fast sagen. Aber okay, das kriegen wir trotzdem hin. Oh, das war zu hoch. Die gehen ja so hoch, die Teile. Scheiße. Ich bin ein bisschen wortkarg heute, glaube ich. Nicht, dass mir das gefallen würde, aber... Ich glaube, man muss da heute mit leben. Ich weiß auch nicht, was ist. Ist ja nicht jeder Tag wie der andere, aber ich muss die Folge zum Morgen tatsächlich fertig kriegen. Und sonst wird das hier nichts. So. So. Und einmal daran und dann gehen wir nochmal daran. Und dann hauen wir nämlich hier... Tü-lü-tü-tü. Jetzt muss ich selber erstmal gucken. Na. Man sucht so selten die Bänder. Logistik. Da sind sie. Förderband. Das sind die Einser. Und dann führen wir mal eben. Ach komm schon. Echt jetzt? Zu teuer? Was fehlt mir denn? Beton. Ja, das ist schlau. Das nicht vorher einzusammeln. So. Eigentlich können wir gleich ein bisschen mehr mitnehmen. Wir werden ja jetzt ordentlich was von brauchen. So, und dann gehen wir einfach mal hier hinten ran. Machen wir auch recht gerade. Wir sind hier gerade eh nicht so viel unterwegs. Und dann
Rüdel, rüdel, rüdel. Können wir mal eigentlich einiges an Beton wegschreddern. Ne, nicht, dass wir es nicht brauchen würden, aber ich will endlich mal ein paar Coupons hier zusammenkriegen. Und so wie das hier läuft, dauert es sonst ewig. Komm. Wow, einen haben wir. Wahnsinn. Unmengen, würde ich fast sagen. So, brauchen wir noch irgendwas? Ich würde sagen Stahlplatten wahrscheinlich. Dafür brauchen wir nichts weiter. Und für die Wände brauchen wir, ja gut, haben wir noch 150. Das sind gerade mal 50 Platten. Das ist ja nicht die Welt. So, zack, zack, zack. Haben wir auch noch mal ein paar und dann machen wir noch eiskalt weiter. Ich muss gucken, dass ich das hier nicht zu lange laufen lasse, weil ansonsten ist hier ratzfatz alles leer. Das wollen wir nicht. Und wir haben auch noch ein bisschen was vor. Und wisst ihr, was cool ist? Wir können hier drüber dann die Stromversorgung tatsächlich machen. Dann haben wir die hier nicht mal drin. Wie gut ist das? Ich glaube, ich finde die Idee klasse. So, weiter geht's. Muss nur gucken, dass ich mir da einen Bauplatz irgendwie frei halte. Und da auch noch einen. Einen Laufplatz. Weil irgendwie muss ich da auch wieder hochkommen, ne? Was ist das da für eine Wand? Die kann da gar nicht sein. Die ist ja Quatsch. So, machen wir den hier weiter. Zack. 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 Und das passt alles wie geleckt. Ehrlich. So. Gehen wir bis hier. Nee, ich will hier nicht noch eine Tür. Ran, ran, ran. Und dann können wir hier tatsächlich die Decke dran setzen. Ach komm schon, das ist doch scheiße. So, so, so. Oh Gott, das ist echt klaustrophobisch. Und dann haben wir hier schon mal unseren Garn. Super. Dass das der einzige Zugang ist, stört mich noch ein bisschen, aber das kriegen wir alles geregelt. Hier sehen wir die Produktionsmaschinen. Herrlich. So, das wird hier wohl so erstmal weitergehen. Und um da hinten weitermachen zu können, machen wir mal gerade hier einen Gang hoch. Zack. Und dann können hier oben geschlossene Wände lang rennen. Das ist ja relativ lax. Und das ziehen wir dann einmal komplett durch. Und wie immer drei hoch. Ist das richtig rum? Ne. Das nervt mich manchmal so massiv, ey. Ist mir beim letzten Mal schon auf den Sack gegangen, ist irgendwie nicht besser geworden. So, dann haben wir da drei. Zack, zack, zack. Hier geht es noch weiter. Dass wir das bis hinten durch haben. So, und als nächstes würde ich übrigens... Was ist das denn hier? Alle drei falsch rum. Super. Irgendwie ein Lagerkomplex anlegen wollen, wenn wir das hier geschafft haben. Ehrlich jetzt? Nochmal falsch rum. So. Komm schon, was soll denn das? Ich meine, ich reg mich über Sachen auf, die ich am Ende nicht sehe, aber trotzdem nervt es mich dann halt. Ne? So rein ums Wissen. So, bis hierhin reicht das erstmal. Und dann haben wir das schon mal. Sehr schön. Dann können wir uns jetzt erstmal an die Verkabelung machen. Wuhu! Und können uns überlegen, wo wir die reinführen. Was von der Sache her aber erstmal noch relativ wurscht ist, denn hier kommen eh nur die rein. Zack, zack. Und dann reicht ja schon hier. Da oben kommt nachher schon die Deckenplatte drauf.
So, eins. Das erkennt man natürlich hier ziemlich schlecht, jede zweite, ne? Der ist ein bisschen doof. Die sitzen doch auch schon wieder andersrum. Was ist denn hier los? So ein Scheiß, Junge! Kriegst du eine Magge? Ne, so rum. Haben wir es jetzt? Jetzt haben wir es. Sehr schön. So, zurück zur Energie. Strommast. Jetzt muss ich echt nochmal gucken. Okay, auf der Höhe. Ach, ich glaube, hier müssen wir gar nicht zu genau sein. Ich lasse einfach nur 4 frei. 1, 2, 3. Scheiße, ist hier schon falsch gesetzt. So, dann kommt der wieder weg. Und der kommt da wieder hin. 1, 2, 3, 4 frei. Und da wieder ein. Und dann erkenne ich nichts. Super gut. 1, 2, 3, 4 frei. Und da nochmal einen hin. Ich glaube, dann kommen wir hier erstmal ganz gut hin. Verteilen das alles einmal ein bisschen. Oder den nächsten. Der ist gar nicht hier. Das ist ja doof. So, 1, 2, 3, 4 frei. Und ich sehe es echt so scheiße, ey. Knapp unter dem Ding. So. 1, 2, 3, 4 frei. Und knapp darunter. So, alles einmal verkabeln. Nee, da sollst du nicht hin. Boah, das wird ein Gefrickel. So, so, so und, ach komm schon, will man es einmal ordentlich machen, meine Güte. Und so, die hier zu versorgen wird ja schon interessant. Müssen wir mit dem anfangen und dann zu dem und den Rest musst du dann tatsächlich machen. Dahin und dahin. Ja, ist der schon voll. Dann machst du die beiden. Du machst die beiden. Und der da vorne macht die beiden. Zack. Und zack, das läuft doch. Dann haben wir hier schon unsere Tür. Und gehen einmal hier rüber. Obwohl, ne, da oben müssen wir erstmal die Wände ziehen. Machen wir wieder von oben. Macht sich, glaube ich, am besten. Zack. Wände. Und los geht's. Zack, zack, zack. Ach komm schon. Das ist doch mistig. Und die sind schon wieder falsch rum. Was soll denn der Scheiß, ey? Die auch. Ich weiß nicht, wie es kommt. Also wenn mir das einer beantworten kann, warum die sich manchmal drehen ohne ersichtlichen Grund, gebt mir das gerne einmal mit. Vor allem, sie drehen sich dann hier auch wieder, ne? Also, ist ja nicht so, dass es dann irgendwie aufhört. Man kennt, wenn man erkennt, wenn man sie baut, tatsächlich den Unterschied. Ne, aber dafür muss man immer erst einen falsch gesetzt haben, um den auch drin zu behalten, finde ich. Muss doch nicht sein. So, so, so. 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 Und da sind wir einmal rum. Einen Augenblick bitte. So, da war einmal der böse, böse Ruf der Natur. Dies musste einmal sein. Hilft also nichts. Hätte man sich vorher überlegen können, aber naja. Ach scheiße. Das war ja mal reichlich dumm. Dumm, 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 dumm. Wir können hier auch erstmal Platten legen. Ne? So. Ihr könnt jetzt fragen, warum sind hier Quergänge? Ich weiß es ehrlich gesagt selber nicht.
im Zweifelsfall würde ich sagen, erstmal haben. So, gucken, dass die richtig rumsitzen. Mit dem gefrickelten Außen. Das muss hier echt jeder einzelne drehen, das ist doch zu kurz. Zack, zack, zack. Na komm. Zack. Haben wir das auch fertig? Und dann können wir uns hier drin umstrumpfen. Tippitoppi. Kritische Energie, Wandmast. Wir fangen einfach mal. Fangen wir hier an. Ja, irgendwie schon. Ne? So, einer drunter. Ein dahin. Eins, zwei, drei. Vier frei, dann kommt da der nächste. 2, 4 und da der nächste. Hier steht ein bisschen mehr drin. Ne? Ein paar mehr verteilen. Ne? So, 1, 2, 3, 4. Dann kommt da noch einer. Hier hinten geht es auch noch mal ein bisschen weiter. Na, hier passt es nicht ganz. Das ist aber unschön. Aber gut. 2, 1, 2, 3, 4 und da noch einer. So, einmal verkabeln bitte. Zack, zack, zack. Alles ganz fast fertig. Zack, zack. Zack, zack. Und da noch hinten. Und ich glaube, wir den hier einmal doppelt machen. Und da holen wir uns ja den Strom von drüben tatsächlich. Macht der gerade dieses Grün? Oder sind das die Kohlemeiler? Weil das hämmert ja ganz schön, also zumindest bei mir auch woran. So, das geht dahin. Dann haben wir die. Du kannst dich um den hier kümmern. Und dann brauchen wir, glaube ich, nur noch die beiden, ne? Das machen wir so und das machen wir so. Und dann haben wir, glaube ich, tatsächlich alle mit Strom versorgt. Alle Schrägstrich alles. Ja. Das heißt, hier gäbe es dann auch schon Stahlbeton. Super gut. So, jetzt müssen wir noch mal einmal nach hier drüber. Um da den Strom auch mal zu legen. Zum Doppelmast. Zack. Von da nach da. Und dann müssen wir nochmal hier rein. Na gut, weiß nicht. Obwohl, ich weiß gar nicht, ob da ein Kabel hängt. Ich meine, hier hinten hängt keins. Nee. Achso, da. Ja. So, hab ich da drüber gelegt. So, dann hier noch wieder eine Wand reingezimmert. Kann ich eigentlich auch von innen machen, muss ja eh gleich Dach hochsetzen. Von daher ist das ja wurscht. Tada! Dann. Oh, zack, 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 zack. Na komm. Muss mal gucken, wie ich da oben mal Wände zimmern muss. Auf der anderen Seite. Könnte durchaus noch interessant werden. So, alles dicht. Ich könnte auch einfach da oben auf den Berg rausgehen, aber so helle bin ich immer nicht. Ne, ich habe studiert, da war mit Denken keine Grundvoraussetzung. Zack, da die nächste. Zack, zack, zack. So, so, so. Das schaut doch gut aus. Da wird ein Schuh raus, ist das so. Nein, schon wieder kein Beton mehr. Naja, das trifft sich von der Sache her ganz gut. Denn wir müssen immer gucken, wie weit da hinten unsere Dingsproduktion jetzt gekommen ist.
unsere Betonschredderproduktion. Oder wie man es auch immer nennen will. Ach ja. Es nimmt Gestalt an. Ich darf es gleich anmachen. Total geil. Ganz nebenbei bekomme ich dann auch Stahlbeton. Ich finde die Türme immer noch irre geil. Die runden das Ganze so cool ab. Es erinnert mich aus irgendeinem Grund an zu Hause und ich kann nicht mal sagen warum. Nee, ich wohne ja an der Elbe. Und da gibt es öfter mal so Schleusen, also Schiffshebewerke. Daran erinnert das Ganze ein bisschen. Aber naja. Oh. Wir kriegen den gar nicht voll hier. Oder gar nicht leer. Das ist ja spitze. Das ist ja spitze. Der müsste jetzt hier ordentlich Zufluss haben. Ja, da ist fast der nächste fertig. Seht ihr, so läuft das. Der Shit. Die hauen hier einen nach dem anderen weg. So, Beton ist wieder da, müssen wir nur wieder rein, ne? Jetzt komme ich mit dem Dach nicht mehr durch. Das ist ja scheiße. Kümmern wir uns gleich drum. Erstmal haben wir hier die Abdeckung fertig. Zack. Ist schon ein ganz schönes Gefrickel, ne? Nur dafür, dass es dann nachher recht schön hat. Das ist das Ding. Würde mich rollen. Echt nicht. Das fällt ja wohl aus. So ein Überglitch am Arsch, ey. So, Deckel drauf. Ich werde wahrscheinlich nachher noch mal das Fundament untersetzen müssen. Weil wir sonst, glaube ich, da mit den anbauenden Schwulitäten kommen. Aber was soll's. So. Haben wir das jetzt mal dicht. Hier den Gang können wir weiterbauen. Zack, zack, zack. Können wir eigentlich auch bis hier hinten durchbauen schon. Ups. Ich muss mal überlegen, was ich mit dem Platz da oben in der Mitte mache. Eigentlich ja ganz cool. Dann noch ein bisschen Luft zu haben. Das war's jetzt für immer. So, dann können wir nämlich hier auch gleich einen Gegner setzen. Da natürlich nicht mehr. Die macht ja sonst keinen Sinn. So, ich hatte ja hier dieses Teil angefangen, aber ich glaube, ich bin damit ganz schön unzufrieden, weil wir es auch nicht wieder vernünftig wegkriegen von da. Wer faucht mich denn hier an? Zit. Ne, von daher müssen wir das wahrscheinlich noch mal ein bisschen verändern. Aber das ist ja wurscht. So, und jetzt würde ich sagen, schmeißen wir hier mal feierlich die Fabrik an. Tö. So, da oben lief einmal Strom lang und dann legen wir es doch einfach noch mal. Von wo holen wir uns denn die Strom? Zack. Ach ne, hier außen müssen wir noch die Fassade machen. Das wäre schon gut. Das wäre hier fast nur halb was geworden. Na, passt das mit dem Stein? Ja, das passt. Ja. Schöne Glasfassade. Das lobe ich mir. Okay, und normale Wand. Zack, zack. Sitzt, würde ich sagen. Können wir da noch was nehmen? Ja. Sieht komisch aus, ist aber so. Hier wird alles mit eingespannt. So, wie lösen wir das Problemchen hier? Das ist ja ultimativer Bullshit. Und die Treppe ist von der Sache her ganz cool. Aber das geht ja gar nicht. Warum ist denn das nicht passig? Das ist doch dämlich.
So, weil das hier schon nicht passig ist. Entsprechend liegt da oben eher das Problem. Wir schauen mal. Die Frau braucht schon wieder Hilfe beim Klettern. So, bauen wir doch mal Gehwege. So, da waren wir uns einig, das geht nicht. Oh, er nimmt auf, sagt sie. Ups! Kann aber passieren, meiner. So. Es will hier einfach nur scheiße sein. So geht nicht. Und so geht aus irgendeinem Grund auch nicht. Meine Güte. Manchmal ist es einfach zum Kotzen. So, machen wir hier einen weiter. Na komm. Na, komm. So. Und jetzt gehen wir nach oben. Ach komm, du Scheißspiel, ey. Jetzt gehen wir mal nach oben zu Ende. Warum snappt der denn da jetzt? Oh, okay. So, machen wir es halt so. Jetzt geht's. Das ist aber sehr großes Spiel. Vielen Dank. So, wir haben die Karte rein. Die reißen wir wieder weg. So. Und jetzt müsste das doch alles irgendwie. Dich reißen wir weg. So. Und hier geht's wieder hoch. Zack. Und zack. Doppelkurve. Doppelkurve. Wie bitte? Der Hund ist öfter mal kaputt. Eine Rübe, und zwar nicht zu knapp. So. Dann hier hoch. So, und dann haben wir hier einmal die T-Gabel. Ups, die war falsch. Eins, zwei, drei und vier. Und eins, zwei und drei und ich glaube, jetzt reicht es tatsächlich so. Die Wand dann nehmen wir einmal wieder raus. Da können wir wieder eine Tür reinmachen. Hier sauber rangehen. Na, herrlich. Jetzt können wir da tatsächlich eine ganz normale Tür reinsetzen. So, Tür rechts. Und dann sitzt der Scheiß. Super gut. Und die Wand sitzt schon wieder falsch rum. Und die da auch. Oder auch nicht. Ach, Scheiße. So. So und so. Und jetzt kommen wir hier vernünftig rein raus. Perfekt. So, und das heißt, wir können uns jetzt über die Strömung. Ich glaube, ich mache das einfach mal von hier. Zack, zack. Und dann ist das doch erstmal ganz gut. So, und dann gehen wir da ran. Ja, das geht schon. Kann ich durch die Wand durchbauen? Das wird total gut. Ne. Jetzt echt wieder einmal rumrennen. Da hab ich ja Bock drauf. So. Und. Hopp.
Kannst mich mal spielen. So. Zack, dann sitzt das wieder. Und dann holen wir uns den Strom irgendwo von hier. Ach ja, da war ja was. Hier noch einmal ein bisschen hoch. Sache ja eigentlich zu hoch. Aber was soll's. Irgendwas kommt hier mit meinem Bauern Wir haben ein bisschen Unwucht in der Bebauung. Und zwar flächendeckend. Hier muss das Grünzeug natürlich weg. Ich glaube, ich habe den Übeltäter gefunden. Oh, danke, ihr lieben Tiere, dass ihr mir hier alle in die Aufnahme quatscht. Und danke fürs Aufheizen, Nettie. Ich mach doch gar nichts. Ja, ja, das sagen sie immer. Ich mach doch gar nichts. Hier nur im Raum. Ja, stehst im Raum. Von wegen. So, dann gehen wir einfach mal hier zwischen. Weißt du, die ganze Nummer hat gerade angefangen mit: Ich glaube, der Hund ist kaputt. So. Und während mein Hund kaputt ist, tada, ist jetzt hoffentlich meine Fabrik nicht kaputt. Und hier läppt jetzt alles. Tötötötötö. Lebt gar nichts. Das hat mir positiv. Warum lebt hier gar nichts? Lebt hier was? Hier lebt's. Sehr schön. Einmal frei. Aber hier gibt's keinen Strom. Warum gibt's denn keinen Strom? Ihr seid angeschlossen. Hat wahrscheinlich noch keinen Auftrag. Haha, da haben wir ein Problem. Das Problem. Ich glaube, ihr wart Stahlbeton. Ja. Stahlbeton und Stahlbeton. Haut raus. 15 pro Minute. Der macht nachher gleich Stahlbarren. Der ist noch nicht angeschlossen, das ist schlecht. Und du brauchst hier nachher 30 pro Minute. Perfekt. 24 Stahlträger. Du schickst raus 15. Düppen. Das ist ja mal ganz beschissen. Hier müssen wir noch ordentlich Wasser zubauen. Das reicht ja hinten vorne nicht. Dann weiß ich jetzt auch, was ich hier mit dem Platz wollte. Da ist hier noch niemand Zugang. Was ist denn hier los? Wie habe ich mir das denn hier damals gedacht? So, was steht denn hier schon? Hier steht schon mal. Da kommt Kohle. Hier kommt Eisen, würde ich einfach mal sagen. Aber es wird nicht zugefügt. Was ist denn los, Leute? Warum kommt das nicht hoch? Warum liegt das da so langweilig auf dem Band? Was soll dies? Eisenförderband. Moment. Hm. Knapp sein wir mal ran. Jetzt geht's hoch. Sehr schön. So. Jetzt muss ich da irgendwie wieder hoch. Scheiße. Da muss ich mir dringend noch was überlegen. Dieses Mal die Strecke hier rennen ist irgendwie auch scheiße. Das ist ja nicht das Gelbe vom Ei. Ist auch geil. Zwei hoch und dann, ja. Egal, lassen wir erstmal so. So, nichtsdestotrotz, unsere Stahlträger haben zu wenig. Am Ende.
hast jetzt schon mal Eisenerz, aber noch keine Kohle. Warum hast du noch keine Kohle? Weil die nicht angeschlossen ist wahrscheinlich. Das ist Eisenerz und hier ist die Kohle. So, und da. Das ist halbwegs parallel. Oh, muss das gar nicht sein. Das ist gar nicht relevant. So, jetzt haust du 45 Punkte hier raus. Stahlbahn. Und du brauchst 60 Punkte, um 50 Punkte herzustellen. Scheiße. Und du brauchst davon ja auch noch. Wie viele? 24 Punkte. Was ist denn 24 Punkte für eine beschissene Zahl? Jetzt mal ganz im Ernst. Okay, also brauchte ich einfach noch eine Schmelze und noch einen Konstruktor. Wie frickel ich die denn hier noch rein? Dafür werde ich wohl die Platzierung brauchen. Hui! Wie ich es vorhin gesagt habe. Das andere Ding 100% ans Laufen zu kriegen. Das heißt, du kommst erstmal weg. Du auch. Der ganze Scheiß kommt ja nicht weg. Und wir bauen nochmal aus. Die Frage ist auch, wie viel kriegen wir hier ran? Schön, dass man rüberklettern kann. Ne? Ich glaube, mehr als genug. Ja. Viel mehr als genug. Ich reiße jetzt erstmal ab. So, hier Eisen und Kohle. Und dann gucken wir mal. Produktion, eine Gießerei. Zack. Zwei Zugänge, ein Ausgang. Aber wo bin ich damit? Das ist schön. Geben die ja hoffentlich erstmal Ruhe. So, wir müssen den Platz hier weiter nutzen. Und gleich ist alles wieder aus. Oh, die bleiben bestehen. Das ist ja herrlich. Also sinnlos, aber herrlich. So, ist auch tatsächlich kein von euch bisher aufgefallen, glaube ich. Ich habe noch nicht in den Kommentaren gelesen. Und nein, das ist kein Vorwurf. Das ist eher eine Feststellung. Also dann können wir das hier nämlich auch wegnehmen. Und dann führen wir hier nämlich einfach Sandfälle. Können wir die anderen beiden hier rübernehmen. Dann nehmen wir warum nicht so schwer, nehmen wir die hier. Splitten wir das hier hinter einmal auf, würde ich sagen. So, einmal so. Ach komm, das habe ich ja nicht ganz, oder? Brauchen wir gar nicht aufsplitten. Wir haben hier schon. Splitter stehen, ja, Quatsch. Klappt das nicht? Oder doch? Oder doch? Oder nicht? Oder ja? Oder nein? Oder wie? Oder was? So. Machen wir das zweimal. So. Das ist natürlich beides nicht. Das ist doch scheiße. Dann kann ich mal gerade. So machen. So machen.
lass es benutzen. Dann machen wir uns gleich sonst mehr Arbeit mit, als es sein muss. Wir setzen also 2 hin. Markus, machst du nicht so schwer. Und ganz geschafft. Das weg. Und das machen wir so. Von da nach da. Von da nach da. Und dann haben wir auch Zahnkohle. Was sucht die Frau? Was zu trinken. Da haben wir einen Runden. Das würde ich einfach mal befürchten. Oh. Oh, Leute. Ihr macht mich alle fertig. Ja, ja. Danke. Meine Güte. Christene Macke. So, und ich habe gerade eine Idee und will das, glaube ich, ausprobieren. Dafür machen wir den erstmal recht weit hier rüber. Ja, ich habe eine Idee und will das ausprobieren. Das machen wir jetzt mal. Denn theoretisch haben die Förderbänder ja locker genug Leistung, um alles über ein Band reinzubringen. Wobei die dann aber stehen bleiben können. Das reißen wir mal weg. Alles, was oben ist. Deswegen mal gucken, ist der Bedarf identisch? Ja, du machst Stahlbahn. Ja. 45 Kohle, 45 Eisen. Perfekt. Der Werbespot geht, ist ein Snickers, nicht ist ein Lime. Danke, Snickers, tut mir leid. Ich dachte, du willst mich für Hohne piepeln, weil ich so grummelig bin. Aber? Hast du dich selber geärgert, dass du keinen Snickers gefunden hast? Ist ja auch ein Mars kennt. In Mars hätte ich mich gefreut. Wohl Lime White ist auch toll. Kriege Geschenke und mache Werbung. Dankeschön. Ja, hast alles gegeben. Ja, ich habe sogar Danke gesagt. Ich war stets bemüht. Dafür frisst dein Hund halt deine Unterhosen. Da du ständig meine Unterhosen klaust, ist das total egal. So, was wollte ich denn jetzt machen? Ich bin total von ab jetzt schon wieder hier. So, ich reiß jetzt den ganzen Scheiß hier weg, weil ich jetzt völlig durcheinander bin. Die Folge ist gleich vorbei. Hab ich gut gemacht. Ja, ist ein wunderschönes Loch drin. Ich weiß nicht. So, es geht hier um Fabriken, nicht um Unterhosen. Schluss jetzt. Meine Güte. Krischmeier, eine Macke. Ich muss mich doch mal konzentrieren. So wird halt nichts. So. Jetzt machen wir das Folge. Logistik. 2 Förderbandfusionatoren. So. Die dann in die Richtung das Ganze wegschaufeln.
aber eigentlich nicht da unten. Das ist auch egal. Eins und zwei. So, das heißt, du bringst da Kohle hin und da Eisen und da Eisen. Dann kommt er hier. Bringt den Foto so ein bisschen um die Ecke. Das war die falsche Taste. So. Und so. Und dann brauchen wir aber auch zwei. So. Eins geht dahin. Eins geht dahin. Eins geht dahin. Eins geht dahin. Hopst du da einmal rüber. Dann gehst du nach da. Und nach da. Dann müsste hier alles brav gemischt irgendwie ankommen. Oder? Oder ja, oder nein, oder ja, oder nein. Ich weiß es doch auch nicht. Ich experimentiere aber mal ein bisschen. So. Und hier hinterher nochmal. Muss noch fuzzy sein. Oh, wir müssen hier eigentlich schon mal ein bisschen umgehen. So, so. So, so. Und dann haben wir hier hoffentlich eine wunderbare Mischkultur. Da und da. Und dann haben wir den einen hier. Und den anderen da. Dann macht ihr bitte bei der Stahlbarre. Du Stahlbarre, du Stahlbarre. No Power, ist klar. Das ändern wir sofort. Wenn ich das ein bisschen enger kriege, kann ich die Wand da sogar wieder hinziehen. Oh, ich brauche nee, ich muss hier noch ganz nach vorne bauen. Das wird sonst nichts. Gut. Das heißt, ich reiß jetzt erstmal wieder ab. So und so. Dann setze ich da wieder Wände hin. Meine Güte. Die ist aber auch verwirrend heute. Okay, wir haben das jetzt richtig. Die sehen, glaube ich, von beiden Seiten tatsächlich mal gleich aus. Das ist ja die Wucht. So. Das heißt wiederum, dass wir da oben Wände draufsetzen können. So, so. 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 Dann machen wir mal die Tür hin. Glasscheibe und dann wird das doch. So, die Produktion nochmal zwei Konstruktoren. So, mal gucken, wie die passen. Muss ja alles mit dem Fließbänder nochmal hinkommen. Zu teuer. Und nee, da fehlen mir jetzt echt diese blöden Schallplatten. Das ist ja ärgerlich. Kann ich da eigentlich direkt... Transportation... Beruf? Hier. Kann ich da direkt einen Fusionator ranmachen? Schade. Aber gut. Dann machen wir es halt alles knapp auf eng. So, von hier nach da und von dem nach. Ja, das sieht ja scheiße aus. Das passt.
Aber dafür brauchen wir es erst einmal. Wir machen das mal so weit wie es geht. Hier wieder ein Fusionator. Steht das doch nicht alles. Herrlich. So, jetzt brauchen wir erstmal versteckte Eisenplatten. Die haben wir eh da hinten. Können wir doch gleich marschieren. Ah, was für ein Gefrickel. Und die Stunde ist schon fast wieder rum. Meine Güte. Aber dann läuft's. Dann läuft die Hütte endlich richtig. Meine Güte. Das heißt, Lager gibt's in der nächsten Folge. Also wieder meine Schiffshebewerke. Ja, das erinnert mich echt an zu Hause. So, kicken wir mal. Was haben wir hier? Das lasse ich gleich. Jo. Nehmen wir ein paar mehr mit. Oh ne, so viel brauchen wir davon nicht. Dass wir vergeben Liebesmühe. Hier müsste eigentlich nochmal irgendwie. Scheiße, schon wir die Schredder rein. Zack, zack, zack. Das ist hier jetzt auch alles krumm und schief. Hier wird fleißig weitergeschreddert. Wie ist hier der Stand? Du bist voll. Du bist zur Hälfte leer. Trotzdem geht es zu stoppen. Na gut. Aber es wird geschreddert. Schredder, schredder, schredder. Alles cool. Haben wir denn hier mittlerweile? Drei Coupons, die nehmen wir gleich mit. Und dann so. Zip. Marschieren wir wieder hier oben hin. Rein in die Hütte, Strom ran und dann Feuer Marianne. Konstruktor. Da ist er. Millimeterarbeit hier. Meine Güte. Keine Faserplatz mehr. So, dann kommt da einmal ein Splitter. So sitzt es. So sitzt es da auch. Ja. Du bist hier. Hier gehen wir da. Da. Die Tür bringt gar nichts mehr. Die kann ganz weg. Und dann müssen wir noch mit dem. Hier. Meine Güte, eng auf eng. Jetzt muss das alles irgendwie noch funktionieren. Dann Strom. Kritische Energie. Einmal den hier wieder ransetzen. So. Und den Rest haben wir so gemacht. Jetzt haben wir allerdings nur drei. Wenn wir vorhin schon gelernt, das passt jetzt alles nicht. Zack. Eins, zwei, drei. Und dann sind wir genau in der Ecke. Sabier. Da haben wir das Ganze hier wieder. Dahin. Dahin. Und dahin. Dann kriegt ihr beide von dem. Und ihr beide von dem. Und dann müssen wir drüben noch den Strom anmachen. Und dann läuft hier theoretisch wieder alles. Wenn das mit den Splittern so genau wie ich mir das vorgestellt habe. Was ich noch nicht sehe. So, sollte der ganze Spaß Strom haben. Oder auch nicht. Warum habt ihr keinen Strom?
Stahlträger. Das lebt. Du machst auch Stahlträger. Das lebt auch. Kam jetzt zu schnell her. Na sauber. Läuft. Schön, schön. Hier läuft es auch. Schön, schön. Alles im Wechsel. Guck mal. Schwarz-weiß, schwarz-weiß, schwarz-weiß. Schwarz-weiß, 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 schwarz-weiß. Herrlich. Damit fertig. Einmal Stahlbetonproduktion 100%. Ach ja. Manchmal läuft das. So. Ja, vielleicht soll ich da oben einfach zu den Kraftwerken gehen, dann sehe ich wahrscheinlich besser. So, hier haben wir ein bisschen Platz, hier geht das so. So viel dazu, oder nicht? So, 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 so. Die letzten hiervon. Und dann tete steht der Scheiß. Herrlich. Da kommt Barren raus, auch herrlich. Du bist nur 84%, warum? Du hast 60 pro Minute. Die machen nur 45 die Minute schon, ne? Ja. Okay, die Frage ist, lasten wir ihn hier trotzdem voll aus? Nur 96%. Aber warum nur 96%? Mit einem fertig und kann den nächsten wieder anfangen. Warum ist das so? Da liegt kein Delay drin. Immer gleich den nächsten anfangen. Macht nur 6 pro Minute, ey, das ist der Wahnsinn, ich will nicht. Aber warum ist der nur bei 6? 97. Machen wir den mal einmal aus. Wir füllen den quasi einmal. Den nimmt er auch nicht an, ne, ist ja scheiße. Aber gut, der kann hier ein bisschen Vorproduktion gehen. Pro Minute, 15 pro Minute, sondern 3 Viertel davon. 11 etwa. Ja, machen wir 11. 11 kommen auf 22. Ja, das wäre tatsächlich die paar Prozent dann, ne? So, jetzt gucken wir mal, wie wir hochkriegen. Läuft jetzt erstmal ordentlich voll. Aber gut, das steigt jetzt wahrscheinlich erstmal langsam. Produktionszeit, ne? Ja, 10 Sekunden. 98, okay, das steigt wieder. Sehr schön. Dann muss der ganze Spaß hier irgendwann runter. Damit ich das auch irgendwo einlagern kann. Das wird das ja reichlich dämlich. Zack. Hier. So. Zack. Und dann kann das hier von der Sache her abgeführt werden. Mit diesen netten kleinen Masten. Auch wenn das hier ein bisschen eng ist, aber das macht gar nichts. Hier wird auch in Mitte. Jo. Führen wir das mal gleich nach hinten. Aber ich sollte zumindest die Fördermasten hier auf gleicher Höhe haben, oder? Damit das auch wie aussieht. Das ist aber Kotzkränze hier.
So. Da, eine Reihe Stahlbarren. Super gut. Zack. Zack, zack, zack. Und dann führen wir das erstmal hier hinten. Zu unserem Lager, wie auch immer ich das machen will. Hä? Hab ich die hier anders aufgebaut? Ja, hab ich alle zwei da. Ist ja auch interessant. Na gut. Naja, alle zwei. Was ist hier passiert? Ich mir doch recht offensichtlich das Material mal wieder aus, wa? Das gleiche passiert auch gerade. Ah, die Ecke ist verflucht, glaube ich. Aber gut, aufs Förderband passen erstmal Running Pot Button. Aber eigentlich nervt es auch ein bisschen. Ich könnte jetzt zwischendurch irgendwo mal Beton abnehmen, aber das ist irgendwie auch doof. Meine Fresse, ist hier schon so viel? Nee. Das Förderband ist nur so schnell. Aber da kommt da quasi nix. Das ist ja auch gar nichts. Das ist mal also wenig. Wie ätzend. Ich glaube, da werde ich irgendwie was nachholen müssen. Auch wenn ich mir in dieser Folge. Wir haben Stahlbeton, Leute. Wie cool ist das? Wir sind einen Schritt weiter. Hier kann theoretisch auch schon eingelagert werden. Wird auch. Sehr schön. Ich weiß noch nicht ganz, wie ich das kenntlich machen werde. Weil ich aber keine Ahnung, wo hier was drin ist. Ups, ich glaube, ich wurde angesucht. Oh ja, was soll's. Oh, eine Rundreise. Gucken wir uns gleich nochmal hier beim Abflug. Ein schickes neues Türmchen an. Ich glaube, ich finde das ganz cool. Nicht perfekt, aber ganz cool. Können wir da nicht noch was machen? Oh ja. Was passiert, wenn ich das mache? Ich glaube, das will ich jetzt noch haben. Das will ich jetzt noch. Und ich will gucken, was ich mir hier leisten kann. Bevor ich die Fallen abmache. Na guck mal, die wollte ich doch haben. Glass Foundations und Fundament Rahmen. Wie gut. Für unser Brückchen. Und ich kaufe alles. Zack, haben wir die auch. Neue Gebäude. Ja, ich weiß. Schredderaktion hier. So, und jetzt reicht das auch tatsächlich erstmal. Jetzt brauchen wir jetzt werde ich hier erstmal den noch ein bisschen leer machen lassen, damit er weiter produzieren kann. Aber ansonsten reicht das. So, wir brauchen Rotoren und modulare Rahmen. Kabel brauchen wir von hier. Hier ist auch geil verschachtelt, ey, meine Fresse. Ich will 200 Kabel brauchen. Nehmen wir 300 mit. Hier haben wir Platten. Hier haben wir Rotoren. Füllen wir mal. Zack, einmal voll machen. Und 400 Rohre. Leck mich fett. Den Scheiß gebe ich gleich mal einen Schredder. Die Rahmen kriegen wir zum Glück voll. Die Latten hole ich dann gleich. Wer macht die Kraft? Wo ist mein Haustier? Oh, das ist nicht mein Haustier. Alter, was ist mit dir nicht richtig? Wo kommst du denn her? Bleib mal den Tuschschläger raus. Wie kommst du denn hier auf die Ecke? Sag mal, schämst dich gar nicht? Assi. So, nehmen wir die ersten Sachen hin, schredder ein bisschen was und dann gucken wir mal. Ich hier sortiere. Werden trotzdem keine 4 mehr. Hier wird der Beton abgefüllt. Beton sieht ja ganz cool aus, wenn er hier dicht auf dicht liegt, ne?
Genau, ein bisschen Material da, was wir jetzt gerade aufgenommen haben bei unserer Umbauaktion. Ein bisschen ist gut. Ganze Menge. Aber auch nicht. So. Dann sind wir erstmal glücklich. Holen wir dann noch. Nee. Ein bisschen mehr Material wollen wir das schon mal reinschmeißen. Und zapp, zapp. Drin damit. Oh, das ist die Folge auch noch geschafft. Ehrlich. Rahmen, Rotoren, dafür auffüllen. Und Eisenstab. So. Kommen wir wieder auf 1,15 wahrscheinlich. Das scheint meine Zahl zu sein. 400 Eisenstab. Junge, Junge. Das war ein ganz schöner Wupp. Den nicht. Und ein paar hätte ich gerne im Inventar. Rotoren holen wir uns auch gleich wieder. Ein Stack. Wie ist bei euch eigentlich die Effizienz hier? Wahrscheinlich viel zu niedrig, weil Schrauben fehlen, ne? Auf 84, das geht ja. 150, woran fehlt's? Ja, Schrauben. Ich muss mal Schrauben aufstocken. Thiel 69, ne? Na hin. So, was wollte ich jetzt? Ich wollte einen Rahmen wollte ich wieder drin haben. Rotoren wollte ich wieder drin haben. Was ist das denn hier? Das kommt weg. Das schreddern wir gleich und dann haben wir das auch fertig. Und dann müssen wir tatsächlich aufs nächste Tier gehen. Das ist ja unglaublich. Dies ist ja unglaublich. Langsam. Das ist ein bisschen schlimm. Gehen wir mal zum Schreddern. Einmal sortieren. Alles weg. Sehr schön. Der Strom läuft weiterhin. Und wir können endlich mal wieder Ecologie und Rundflug spendieren. Das ist doch herrlich. Zack. Milestone. Milestone reached. Long-range transportation, as well as the construction of outposts, is now encouraged. Achso, ja. Vehicle stations have built-in functionality to refuel and restock or collect parts. Mhm. Transportation. Schlepper und LKW-Station. Nicht, dass es sie bräuchte. So, und von diesem komischen Tesla-Wagen habe ich auch noch nichts gesehen. Obwohl der ja irgendwo sein sollte. Mit dem ersten Kauf in der Man. Aber gut. Man kann nicht alles haben. So, jetzt hier mal wieder was zu entdecken. Mein Clou. Ansonsten. Guti! Dann sind wir doch tatsächlich fertig mit der Folge. Wir gönnen uns nochmal den Blick von unserem Schiffshebelweg aus. Schiffshebeweg, das kein Schiffshebeweg ist. Tü-tü-tü. Und da nimmt unsere Fabrik allmählich Gestalt an. Feini, feini, fein. Die Ressourcen bewegen sich zur Abwechslung auch mal und stehen nicht nur still. Dann habe ich gesehen, gibt es für die Hypertubes auch so Wallcards. Ach, das habe ich euch mal gezeigt. Das habe ich letztens gemacht. In der Tour mir fertig war, hatte ich Bock noch kurz weiter zu spielen. Und habe hier noch einen kleinen Fahrstuhl eingebaut, damit ich laufen muss. Flup. Super gut. Da hinten habe ich auch überlegt, das zu machen, aber das war mir einfach nicht hoch genug. So, und da ist unser kleiner Tunnel. Und ist jetzt mittlerweile tatsächlich in Aktion. Wie gut ist das? Yay! Wir haben da zwei Ebenen drin und die eine wird irgendwie nicht genutzt. Ich glaube, die eine will ich einfach nur so als Deko machen oder so. Mal schauen. Wenn ihr Ideen habt, was ich damit anstellen soll, immer frei raus damit. Ne? Kommentare sind offen. Ich
merke gerade, dass ich ganz schön weit weg von meinem Mikro bin und die Audioaufnahme, das sieht wahrscheinlich ein bisschen kacke, ist heute scheiße. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Egal. Ja, dann schon mal entschuldigt die Tonqualität. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Kommentiert fleißig und ja, macht euch noch eine wunderschöne Woche. Ich danke euch fürs Zugucken, bis zum nächsten Mal. Euer Ragnar Bertholdsson.